Mein Name ist Nathalie und ich esse gerne. Und darüber schreibe ich auf meinem Foodblog Holunderweg 18. Da geht es darum, dass vegetarisches Essen nicht einfach nur Grünkernbratlinge mit Steckrüben durcheinander ist, sondern durchaus eine sehr kreative, vielseitige Küche ist, wo auch Kuchen ganz klar dazugehört. Und ich war mit einem Milchbubi im Bett und darüber möchte ich heute etwas erzählen. Doch zuerst im Bett und Kuchen bringt uns zu einem Wort, das in aller Munde ist, Foodporn. Denkt mal an den körperlichen Prozess, der am intimsten ist. Und ich schaue euch jetzt nicht an, sondern sehe, doch ich höre schon Kichern. Ihr denkt an das eine, ich denke an das andere, an Essen nämlich. Ihr nehmt Lebensmittel, nehmt Nahrung zu euch, schluckt sie runter, verdaut sie, dort werden sie aufgespalten in all ihre Bestandteile, gehen in euren Körper über und sind ein Lebensmittel für euch, sind Treibstoff. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess im Körper und deswegen sollte man natürlich nur ganz besonders gute Dinge sich zuführen, wobei auch Pizza ganz oft eine ganz gute Sache ist. Aber eben nicht jeden Tag. Und so sollte man vor allem in der Mittagspause darauf achten oder zum Frühstück, was man sich zuführt. Und da habe ich euch einen Milchbubi mitgebracht. Ich habe einen Joghurt selbst gemacht. Das ist ganz einfach. Man braucht dafür nur wenige Zutaten, die ihr womöglich alle zu Hause habt. Ihr braucht ein Bett. Ihr braucht eine Wärmflasche, ihr braucht ein Handtuch, ein leeres Glas, Milch, Joghurt und eventuell ein Thermometer und einen Topf. Und dann kann man sich ganz, ganz einfach sehr gesunden Joghurt selbst machen, der auch etwas mit Milchsäurefermentation zu tun hat, wo wir schon im ersten Vortrag gehört haben, dass das eine richtig wertvolle Sache für unseren Körper ist. Und der Joghurt, den macht man ganz einfach so. Ihr kocht Milch, das muss am besten eine frische, biologische, nicht allzu homogenisierte Milch sein. Ihr kocht sie auf 42 Grad. In 1 Liter Milch gebt ihr 150 Gramm Joghurt. Das klingt etwas paradox, dass man zum Joghurt machen erstmal Joghurt braucht, aber ihr braucht ja eine Startkultur. Und dann nehmt ihr am besten fertigen Joghurt. In diese 42 Grad erhitzte Milch gebt ihr den Joghurt, rührt es einmal um und gebt dann diese Masse in ein Glas. Schraubt es zu, wickelt es in ein Handtuch, legt es mit einer Wärmflasche in euer Bett. Einfach über Nacht 8 Stunden oder wenn ihr morgens das Haus verlasst. Und wenn ihr abends wiederkommt oder am Nachmittag, habt ihr frischen Joghurt. Das ist ein Symbolbild, so kann das aussehen. Nur sollte der Joghurt schön zugedeckt sein und nicht nur von einem Plüschschweinchen gewärmt werden. Aber Joghurt schmeckt doch total langweilig. Einfach so Joghurt, nee. Darum machen wir uns noch etwas ziemlich Leckeres dazu, nämlich einen Bratapfelkompott und ein Nussknuspermüsli, was auch super einfach mit Zutaten geht, die ihr zu Hause habt. Und zwar so, ihr mischt die Zutaten für das Granola, für das Knuspermüsli zusammen, tut sie in den Backofen bei 170 Grad für 15 Minuten. Innerhalb dieser 15 Minuten macht ihr euch einen Bratapfelkompott, schneidet einen Apfel klein, vermengt ihn mit Zucker, Zimt und Wasser in einem Topf, lasst ihn kochen, während das Müsli backt und dann ist es fertig. Und dann habt ihr ein prima gesundes Essen für die Mittagspause, fürs Frühstück, zum Abend. Eine rote Leuchte zeigt mir an, dass meine Zeit zu Ende ist. Ich möchte noch das sagen. Das klang jetzt vielleicht alles ganz aufwendig, aber ist es gar nicht. Der Joghurt dauert 7 Minuten Vorbereitung und 8 Stunden, in denen ihr machen könnt, was ihr wollt. Schlafen, zur Uni gehen, arbeiten gehen, shoppen, alles Mögliche. Knuspermüsli und Bratapfelkompott brauchen zusammen 18 Minuten. Super schnell. Ihr könnt dabei Musik hören, die Lieblingsserie bei Netflix eine halbe Folge angucken oder ein Hörbuch hören oder mit Mitbewohnern quatschen. Die Kostenproportionen lassen sich auch ganz gut sehen. 1,43 mit Bio-Zutaten, konventionell vielleicht 99 Cent. Davon habt ihr 2 so große Gläser Joghurt mit Knuspermüsli und Bratapfelkompott. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, es gibt 5 einfache Hacks, um euch dieses Essen vorbereiten leicht und einfach zu machen. Plant, überlegt, sammelt Rezepte, sprecht mit Leuten, was essen die so mittags, überlegt euch nette Sachen. Macht euch die Zeit in der Küche nett. Macht Musik an, hört ein Hörbuch, schaut oder hört nebenbei eine Netflix-Serie. Bildet Banden, erzählt Leuten davon. Ich schwöre euch, ich habe das selber erlebt in meinem Freundeskreis, sobald einer anfängt, sich Essen selbst mitgebracht mitzunehmen, irgendwann folgen alle anderen. Man tauscht sich über die Rezepte aus, jeder macht es irgendwann. Sei undogmatisch. Wenn es heute mal das selbstgemachte Salat, Joghurt, was auch immer sein soll in der Mittagspause, morgen darf es die Currywurst oder die Pizza sein. Meine Güte, so ist das Leben. Und Ade Tupperbox. Es gibt sehr, sehr viel schönere Lunchboxen als eine olle Plastikdose mit irgendwelchen Kratzern drin. Da gibt es ganz tolle Sachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht oder mich gerne hier auf der Veranstaltung ansprecht. Das wäre ganz prima. Danke für eure Zeit.